Hallo zusammen und willkommen zu einem etwas anderen Event. Ja, ich bin Akidai. Das gehört so. Das ist ein Todesevent bei Project Gorgon. Ist von Spielern gesteuert und organisiert und alles. Es geht darum, dass man sich nackig macht, dass man die Tanzskills und Musikskills auswählt, damit man möglichst wenig HP hat, also damit man möglichst leicht stirbt, um zu sterben. Und zwar sind wir dafür hier in der PvP-Dungeon. Und es haben sich Spieler von dieser Gilde jeweils in einem der Räume hingestellt. Und wenn man sich vor diesen Raum stellt, bist du einer davon? Genau. Wenn man sich in diesen Raum stellt, dann kommt dieser Spieler an und er hat bestimmte Todesarten, die nur er machen kann. Weil er halt ein Hase ist oder weil er bestimmte Skills hat. Und wenn man auf die Art dann umgebracht wird. Warte. So, ich hätte gerne beide Todesarten. So. Dann werde ich auf die Art umgebracht von Pinky und kriege dafür Todeserfahrungspunkte. Und Todeserfahrungspunkte haben einen Vorteil. Genau, Cause of Death, Mind Shattered by a Burst of Incredible Pain. Okay, den hatte ich anscheinend schon. Das heißt, ich hätte mich wahrscheinlich besser vorbereiten sollen, aber ihr wisst ja, Vorbereitung ist nicht so mein Ding. Das heißt, ich gehe jetzt da nochmal hin, hole den nächsten. War das hier? Ich glaube, es war da. Hole die nächste Todesart ab und so mache ich denn jetzt hier nackig meine Runden in den PvP-Dungeon. Sammle fleißig schön meinen Tombstone wieder ein. Ich kann dafür nochmal ganz kurz zeigen, was Dying jetzt genau bringt. Also, es ist ja nicht nur für Spaß hier. Sondern zum Beispiel, ich habe jetzt gerade 16 und bei 20 würde ich einen Synergiebonus auf Nekromantie bekommen. Das heißt, damit kann man über Cap gehen bei dem Skill und 5 Max HP. Und das wird halt immer schön höher. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen. Also, ne? Mal ein bisschen mal abgefahreneres hier, aber das gehört ja irgendwie zu Project Gorgon dazu. Mit recht abgefahrenen Sachen, aber halt von Spielern organisiert diesmal. Brrr. Oh. Haben sie schon ein paar angestellt? So. Gucken, was das jetzt für eine Todesart war. Kann ich irgendwas mit der Leiche anstellen? Milk Cow. Ich habe kein Glas dabei. Das kann man allgemein bei Kühen machen. Also bei Kühenspielern. Die kriegen dann ein Pop-up-Screen, ob man sie melken darf, ja oder nein. Ich habe B gesagt. Achso, schon mal für die anderen beiden hier. Bin gespannt, was bei den ganzen anderen Räumen noch so steht. Bin ich dran? Okay, ich habe B. Mind Shatter. Wobei, das hatte ich doch schon. Hatte ich Ihnen nicht eben gerade gesagt, dass ich zuerst. Ja, egal. Ihr versteht schon, worum es geht. Ich denke, ich sollte das Video dann schön kurz halten. Und wir sehen uns bei meinen anderen Videos wieder. Bye bye. Ja, und so stehe ich jetzt in einer kleinen Kammer mit lauter anderen nackten Leuten zusammen und warte drauf, dass Niff fertig ist. Mit denen die vor mir dran sind. Und dann sterbe ich, suche diesen Punkt wieder und gehe auf die. Und bin ich jetzt gestorben? Fatale Level von Schande. 500 Erfahrungspunkte, das ist viel. Achso, mein Timer ist inzwischen ziemlich hoch. Normalerweise hat man so einen 5-Sekunden-Timer, es wird immer höher mit jedem Tod. Und ich habe jetzt schon ein paar Tode. Ich habe hier ein paar hier gepostet. Rebuked by the Goddess of Worms. Ich wurde zu Tode gelovetapped von einem Kaninchen. Ich wurde von einer Schaufel getroffen, extrem laute Musik abbekommen und das sind noch ältere. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele abgefahrene Todesarten.
Ich war jetzt oben, ne? Ja gut, ich gehe weiter meine Runden und mache hier meine Erfahrungspunkte. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Event, weil die jetzt auch alle mal rumschreien, wo man sich hinstellen muss, für welche Todesart und die Grabsteine sich langsam überall schon stapeln und die Leute auch so ein bisschen Unsinn machen. Und das ist eine lustige Idee. Vor allem, dass es halt von Spielern komplett organisiert ist. Das ist super. Und die GMs haben, glaube ich, nur die Schilder hier hingestellt, damit man weiß, wo welcher Spieler einen umbringen soll. Was dann natürlich auch ganz praktisch ist. Wobei, ich kann noch mal ganz kurz auf die andere Seite huschen. Nehmen die Kuh schon wieder. Und hoffen, dass er mich erwischt. Und danach sollte ich wahrscheinlich meinen Grabstein aufräumen, damit es halt nicht so zugespammt ist. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass in ein, zwei Stunden hier nichts mehr zu sehen ist für Leute Grabstein. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die GMs dann eingreifen. Ja, oh. Na gut. Jetzt aber bye-bye.